Ihr macht mich müde, ihr Dickköpfe. Dick. Weißt du, jetzt komme ich schon mal mit einem Spiel, was so eindeutig Spiel des Monats wird. Und ihr stellt euch immer noch dagegen. Ja, es ist halt auch einfach nicht. Nein, falsch. Fallout 4, Leute! Der lang erwartete vierte Teil der Fallout-Reihe haucht dem Bethesda-Rollenspiel-Franchise neuen Wind ein. Nachdem der Spieler seinen Charakter erstellt hat, verbringt er die ersten Minuten im Örtchen Sanctuary, das kurz darauf atomar verseucht wird. Der Charakter sucht im Vault 111 mit seiner Familie Schutz und wird für 200 Jahre eingefroren. Nach dem Erwachen aus dem Kälteschlaf erkundet der Spieler die riesige Spielwelt, in der es sehr viel zu entdecken gibt. Looten und Leveln steht bei Fallout 4 an der Tagesordnung. Das Special-Skill-System ermöglicht eine sehr individuelle Charakterentwicklung und hat auch im späteren Spielverlauf noch große Auswirkungen. Hinzu kommt ein komplexes Crafting-System für Gebäude, Waffen und Rüstungen, eine verbesserte Shooter-Steuerung und individuelle Gegnertypen. Neben der Hauptstory gibt es viele verschiedene Sidequests mit skurrilen und lustigen Geschichten, in denen man regelmäßig Entscheidungen treffen muss. Leider ist das Spiel nicht frei von Bugs und Glitches, was aber durch die vollgepackte Welt gut zu verkraften ist. Fallout 4 ist seit dem 10. November 2015 für die PlayStation 4, Xbox One und den PC erhältlich. Wie lange haben wir drauf gewartet? Fallout 4? Also ich habe gar nicht drauf gewartet. Gar nicht, kein bisschen. Also wisst ihr nicht, was gute Spiele sind? Naja, komm. Ja, doch. Unglaublich geile Open World, riesig. Es gibt so viel zu tun, so viele Nebenquests, so viele Hauptquests. Es gibt ein geiles Skillsystem, das Special Skillsystem, das kennt ihr ja wahrscheinlich noch von früher. Ja. Und es ist noch geiler, weil selbst im Late Game, wenn man schon einen relativ hohen Level erreicht hat, kann man immer noch ziemlich geile Perks und Mods freispielen. Und das ist unglaublich cool. Man hat immer noch das Gefühl, eine große Bereicherung durch den nächsten Level motiviert es dich also, ja? Super, super krass motiviert. Schön, dass dich etwas antreibt in deinem Leben. Ja, warum? Und ich meine, klar, wir haben jetzt schon viele Spiele mit Wastelands und so gehabt. Und viele haben es versucht zu kopieren. Aber der einzig wahre, der Motor der Wasteland-Spiele ist zurück. Nämlich Fallout 4. Ja, und man kann mit jedem Scheiß interagieren. Du kannst jeden Kack aufheben. Und früher, ja, Zäune, Bäume, alte kaputte Häuser. Ja, ja, ja. Und dann hast du halt Schrott. Das Ganze. Ja. Dann hast du halt Schrott. Du kannst es verkaufen, so wie früher in den alten Scrap, so wie man das im Wasteland, ja, auch bei Mad Max, das kennt man ja. Und du musst es nicht nur so wie früher, kannst es jetzt nicht einfach nur verkaufen oder sowas, sondern du kannst jetzt anfangen, Dinge zu bauen. Du kannst damit richtig craften. Aber das konnte man halt auch schon in Fallout 3. Aber keine Häuser und du kannst nicht dein eigenes altes Dorf wieder neu aufbauen und dann Leute einladen. Ich dachte, es ist eine Open World, die ich erkunden soll und in der ich in jede Ecke gehen soll. Warum sollte ich denn jetzt in einem Fallout mich niederlassen? Also warum soll ich mir denn eine Station bauen, zu der ich immer wieder zurückkehre? Weil du da deine Dinge lagerst. Ja, Dinge lagern, das ist ja jetzt so, die Gameplay-Mechanik hätte man ja auch anders lösen können. So ist es ja jetzt, also hat ja vorher auch funktioniert bei dem Fallout 3. Warum sollte ich denn mir ein Zuhause schaffen in einem Spiel, das darauf ausgelegt ist, nicht in meinem Zuhause zu verharren, sondern die Welt zu erkunden? Du erkundest ja die Welt und lernst immer mehr Leute und mehr Städte kennen und dann kehrst du aber immer wieder in deine Base zurück, um dich vielleicht aufzurüsten. Aber das brauchtest du doch vorher, vorher auch nicht notwendig. Okay, aber wenn ich Häuser bauen will, dann mache ich das in einem Spiel, das dafür gemacht ist. Zum Beispiel? City Skylines, ja, Sims, SimCity, whatever. Aber da guckst du ja nur von oben drauf. Jetzt geht es ja wirklich darum, in dieser Welt Sims aktiv zu sein. Also das heißt, du sagst mir, ich muss hier mein Holz nehmen. Baue ich da hin. Genau. Da ist meine Wand. Genau, zum Beispiel. Das klingt richtig doof. Ja, also ich meine, das ist doch nichts, warum ich Fallout spiele. Das ist doch nicht der Grund, warum ich Fallout spiele. Das ist ja auch nur ein netter Benefit, ein netter Bonus. Okay. Einfach so. Du musst deinen Schrott jetzt nicht nur einfach verkaufen und es nervt dich einfach, dass du es hast, sondern du kannst daraus jetzt was bauen. Ja, okay. Großer Vorteil. So, du hast einen unglaublich geilen Soundtrack und eine unglaublich coole Atmosphäre. Selbst wenn die Grafik, ich weiß, dass ihr das gleich sagen werdet, nicht die allerschönste ist. Aber das braucht es auch nicht. Natürlich, also doch braucht es. Warum? Weil du kannst nicht, ich meine, wir haben dieses Jahr kam The Witcher. Ja. So, The Witcher hat eine riesige Spielwelt, die geil aussieht. Mhm. In der du eigentlich fast alles aufnehmen kannst. Genau, und in der du ständig überall Sachen erlebst und die durch ihre Charaktere und durch ihre Nebenquests und durch all das lebt. Also genau das, was du jetzt von Fallout so abfeierst, das hattest du in The Witcher auch. Aber du hattest es mit einer brillanten Grafik. Und dann kommt ein Fallout, das von dem Look her
überhaupt nicht zeitgemäß ist, kommt dann um die Ecke und will mir mit schlechter Framerate und einem nicht funktionierender Technik dahinter dann eine neue Erfahrung dieses Jahr verkaufen mit, guck mal, was für ein tolles Rollenspiel das ist. Ich merke schon, ihr seid wieder so grafikaffine Menschen, die Grafik haben wollen. Nein, es geht nur darum, ein Maß zu finden zwischen, wie viel packe ich in mein Spiel rein und wie viel verträgt es dabei auch noch. Ja. Weil wenn ich jetzt auch noch craften kann und ich kann ja Häuser bauen und ich kann noch das und das machen und das nur dafür sorgt, dass ich die Grafik runterschrauben muss, damit die Framerate überhaupt noch funktioniert und es dann aber tatsächlich nicht vorauskommt. Das große Problem ist einfach, dass Fallout 4 nicht viel neu macht. Fallout 4 ist, wie der Name schon sagt, der vierte Teil in der Fallout-Reihe. Okay, ich weiß, womit ich zu rechnen habe und dafür kaufe ich das auch. Richtig. Keine Frage, aber Fallout 4 macht genau die gleichen technischen Fehler wie Skyrim, wie Fallout 3, wie Fallout New Vegas. Und es ist halt, aber es ist nicht cool, dass Bethesda das zu ihrem Image macht. Guck mal, wir machen kaputte Spiele. Trotzdem machst du genau das, also trotzdem bekommt ja jeder das, was er will und eben noch die Dinge dazu, die jetzt eben verbessert wurden, wie zum Beispiel das Ego-Shooter-System. Also wir kommen immer von der Grafik weg und gehen zum Gameplay. Tim, ohne dir da jetzt zu viel vorgreifen zu wollen, ich glaube, wir haben heute einen Shooter, der richtig genau, schießen kann. Der aber auch was komplett anderes machen möchte. Das stimmt soweit. Das stimmt, aber das Schießen fühlt sich einfach nicht gut an. Es ist immer noch nicht gut. Ja, solange man das Wertsystem benutzt zum Schießen, ist das ein ziemlich gelungener Shooter. Und vor allem mit den Rollenspielelementen, das ist eine sehr gute Ergänzung. Das findest du in keinem anderen Shooter, dass du deine Waffen so selbst bauen kannst. Und dass du so viele Waffen mitschleppen kannst. Und dass du halt wirklich auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen, die verschiedensten Gegnertypen, die es ja auch noch gibt, halt zur Strecke bringen kannst und dann auch noch looten. Das ist so viel Kram auf einmal. Genau, und das so geht zu Lasten der Technik. Und das ist dann einfach auch, weiß ich nicht, ob das... Ja, das sind deine eigenen Ansprüche dann. Ja, aber vielleicht sind die dann einfach zu hoch an ein Spiel des Monats. Sieht besser aus als Xbox 360-Spiele, von daher alles ist okay. das mag stimmen, aber weißt du, ein Spiel sollte richtig, richtig fett aussehen. Mein Spiel sieht richtig, richtig fett aus. Aha. Need for Speed, Alter, hat Neonlichter, hat Regeneffekte und hat geile Autos. Aha, Tatsache. Need for Speed von Ghost Games und Electronic Arts ist das Reboot der beliebten Rennspielreihe. Das Spiel versucht mit Full-Motion-Videosequenzen und einer überzogenen Story an die Wurzeln der Need for Speed-Reihe anzuknüpfen. Dabei ist die Geschichte in 5 unterschiedliche Storystränge unterteilt. Neben einer klischeehaften Story bietet das Spiel wie gewohnt arcade-lastige Fahrsequenzen. Ghost Games und Electronic Arts haben bei dem Spiel den Fokus auf eine frei befahrbare Stadt voller Aktivitäten und einem permanenten Multiplayer gelegt. Die Straßen der fiktiven Stadt Ventura Bay sind fast ausschließlich in Nachtfahrten erkundbar und bieten neben immerwährendem Regen nur wenig Verkehr. Wie schon in vorherigen Need for Speed-Titeln kann der Spieler sein Auto modifizieren. Fans der Reihe könnten die Mannigfaltigkeit unterschiedlicher Modifikationselemente vermissen. Allerdings spiegeln sich Änderungen am Auto schnell im Fahrverhalten wider. Need for Speed ist am 5. November 2015 für alle aktuellen Konsolen erschienen. Ihr wisst, Autos sind das Größte. Alter, Autos sind das Schnellste. Es gibt nichts Schnelleres auf dieser Welt als Autos. Das stopp, ist stopp, nicht, dass der bald noch einen Führerschein macht. Wissenschaftlich bewiesen. Ja. Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt. Alter, stopp. Warte kurz, Jungs. Halt die Klappe! Ja, man wird in Need for Speed öfter mal angerufen von den Questgebern. Ich weiß, du kennst das aus deinem Leben nicht, weil dich niemand anrufen will. Oh, snap! Keiner möchte mit dir reden, aber ey, Need for Speed wäre was für dich, weil da wollen die Leute mit dir sprechen. Ja, wow. Ja, es stimmt, man wird in Need for Speed öfter mal angerufen und auch während der Mission. Und du hast recht, ich weiß, dass du das sagen willst. Du bist nämlich da schon vorinformiert worden. Man wird angerufen während einer Mission und manchmal macht das auch wie das Fahrgefühl kaputt. Wie nervig ist das? Du bist in einem Rennen ist das? Du und hast Drum Bass und bam, bam, bam und voll geil und jetzt um die Kurve und so Magnus Walker, du ziehst ihn gerade ab und dann bring, bring, Robin ruft dann. Scheiße, geh ich kurz ran. Okay, gehst du ran. Und dann fängt die an zu labern, aber du willst das Rennen weiterspielen, du willst es nicht zuhören, also legst du auf, also ruft sie 2 Minuten später. Okay, ich unterbreche dich ja, weil das sonst ewig weitergeht. Ja, du hast recht, es ist nervig. Es ist nervig, dass man während einer Mission angerufen wird und es ist nervig, dass man manchmal die gleichen Anrufe doppelt bekommt. Aber das ist tatsächlich der einzige Kritikpunkt, den du an Need for Speed finden musst. Weil Need for Speed... Nee, also man könnte schon ein paar Kritikpunkte mehr finden. Ich habe auch ein paar Kritikpunkte mehr, aber das muss man ja nicht weitererzählen.
Gefühl par excellence bietet. Und es ist etwas anderes als Forza 6. Ich glaube, ihr habt von diesem Spiel gehört. Es hätte das Spiel des Monats im letzten Monat werden sollen. Ist es leider nicht geworden. Aber es bietet Fahrgefühl par excellence in dieser Need for Speed-Welt, in der Arcade-Welt. Und es fühlt sich einfach geil und richtig an. Aber diese Need for Speed-Welt, von der du da sprichst, das ist ja jetzt Ventura Bay. Und Ventura Bay ist ja voll mit Leuten, die dich ständig anrufen. Und da könnte René sich jetzt freuen darüber, wenn er ständig angerufen werden würde, weil er keine Freunde hat. Aber willst du diese schlechten, sechstklassigen Schauspieler, die irgendwie bei der Schauspielschule nicht angenommen wurden, willst du die wirklich zu Freunden haben? Ja. Weil diese Videosequenzen können nur ein schlechter Witz sein. Ja, ich gebe dir zu 100% recht. Dieser schlechte Witz ist das, was Need for Speed so geil macht. Dieses Spiel ist total bekloppt und man hat das Gefühl, da laufen nur verrückte Leute rum. Fistbump, das ist das, was du am häufigsten machst in Need for Speed, außer Autos fahren. Alle fistbumpen und alle finden sich geil. Das ist das Allergrößte. Es ist keine Absicht. Die Story in Need for Speed wird mit Full-Motion-Videos erklärt. Und tatsächlich sind die Schauspieler, die du erwähnst, da drin nicht so geil. Aber sie haben echte Personen. Sie wollen, dass es möglichst echt ist. Aber das Spiel schafft es einfach, die Story dieser bescheuerten und hirnrissigen Charaktere so geil und emotional aufzuladen, dass du nicht anders kannst, als mitzufühlen. Und die Story, die da erzählt wird, hat überhaupt kein Recht, so geil zu sein, wie sie es ist. Also wenn du lachst und Freude hast, dann ist das ja quasi auch eine Emotion. Aber dramatisch, wertvoll oder herzzerreißend ist das Spiel wirklich nicht. Und sie ist einfach geil. Mhm. Die Story ist geil. Ich muss dazu sagen, okay, ich bin ein komischer Typ, der auf Full-Motion-Videos steht, der auf Full-Motion-Video-Sequenzen in Videospielen steht. Ich finde das super geil. Warum ich finde das ultra gut, dass da so eine Kamera, so eine Shaky-Cam rumläuft und dass die Hände hat, dass quasi du bist, der aus dem Auto aussteigt und dann den Leuten Fistbumps gibt. Warte, wo wir bei den Full-Motion-Video-Dingern sind. Mhm. Das Spiel hat keine echten Autos. Das sind computeranimierte Autos. Und diese Transition von Full-Motion-Video, von echten Personen zu computeranimierten Autos, ist so reibungslos und du merkst einfach nicht, dass da irgendwie nicht der echte Nissan GT-R Skyline, dass der da rumsteht, sondern dass das ein computeranimierter ist, den du aufpimpen kannst, wie du lustig bist. Wie du lustig bist, stimmt ja auch wieder nicht. Weil sie haben ja die Sachen, die man an Need for Speed immer cool fand, das ganze optische Tuning, so weit zurückgefahren, haben es zu einem Gran Turismo gemacht, was die Need for Speed-Leute nie haben wollten. Sie tun so, als wäre es das beste Need for Speed aller Zeiten, weil es jetzt alle Modi zusammenwirft. Und du alle hast drei oder vier Spoiler. Ja, aber du hast halt nicht mehr die Möglichkeiten, dein Auto so geil zu tunen, wie das in Underground. Das hat Underground erfolgreich gemacht. Du kannst kein Untergrundlicht machen, ja? Das ist aber auch ziemlich lächerlich. So viel mehr und du kannst nicht irgendwie deine Musikbox da hinten drin irgendwie richtig kannst geil ja sogar machen. Schon, aber nur nicht mal optisch, sondern du kannst halt nicht aussuchen, wie es da drin aussieht. Aber du kannst das Fahrgefühl von dem Auto so krass modifizieren und du kannst damit einfach... Okay, was bringt mir das allergeilste Fahrgefühl der Welt und eine coole Strecke, wenn in einer Online-Lobby auf einer großen, relativ großen Map mir plötzlich Spieler, die ein anderes Rennspiel entgegenkommen und dann fünf Autos gegeneinander knallen und beide haben das Rennen verkackt. Ja, das frag mal Leute, die Battlefield oder Call of Duty spielen. Also wenn du mir jetzt sagen willst, dass das an den Haaren herbeigezogen ist, dann hast du vollkommen recht. Es ist ein Rennspiel und es ist ein kompetitives Rennspiel. Und wenn deine Story mit der Story von jemandem anders kollidiert, hey, dann ist das halt so. Dann hast du einfach dieses immersive Gefühl. Dann ist Gefühl. Das technisch schlecht Nein, gemacht, das ist weil nicht du musst technisch nicht schlecht. Du musst diesem Spiel keine Online-Lobby geben. Es muss nicht Always On sein. Vor allem, selbst wenn du es so machen willst, ist das vollkommen okay. Aber die Leute dafür dann zu bestrafen, dass sie in ihrer Online-Welt drin sind, aus der sie nicht rauskommen, indem du ihre Fahrzeiten kaputt machst, weil du eben nicht, wie es bei einem Tony Hawk dann scheiße war, es möglich machst, dass die durcheinander fahren und sich halt nicht berühren, sondern du verkackst, du lässt sie gegeneinander, du lässt sie kollidieren, nicht, du verkackst nicht alles, ihre Rennen. Nicht alles muss online sein, da gebe ich dir vollkommen recht. Und nicht alle Autos müssen miteinander kollidieren können, aber in den seltensten Fällen passiert das. Nur weil René das in dem einen Moment da irgendwie gehabt hat und weil dein Rennen Moment, da verkackt war. In dem einen Moment, das passiert nur weil dein Rennen und das Rennen von dem anderen da irgendwie verkackt war.
heißt das nicht, dass das Spiel schlecht ist. Nö, weil, aber das heißt, dass weil, ein Aspekt des Spiels weil, schlecht ist. Das ist ja so. Nein, weil dieser Online-Modus, in dem du quasi mit anderen Leuten in der Welt rumfährst, dem Spiel einfach sehr viel gibst. Weil du auf der Strecke irgendwie einen fremden Charakter siehst und siehst, okay, René fährt da lang, ich fahre mal mit ihm irgendwie ein Rennen und wir fahren eine Strecke zusammen. Und das macht das Ganze irgendwie besser. Was ich gebraucht habe in einem Need for Speed. Ja, du brauchst viele Dinge nicht. Aber es bringt dem Spiel einfach sehr viel. Ich möchte gerne wissen, was wir noch so haben diesen Monat. Ja. So, definitiv was Besseres als Fallout 4. Ja, und vor allem auch was Besseres als Need for Speed, weil ich habe nämlich Call of Duty Black Ops 3. Call of Duty Black Ops 3 ist die dritte Iteration der Reihe, mit der Entwicklerstudio Treyarch dem Spieler tiefe Einblicke in die verdeckten Operationen des Militärs gibt. Die Storys, die sich anders als bei der Modern Warfare-Reihe von Infinity Ward eher mit den Schattenseiten einer kriegerischen Auseinandersetzung beschäftigen, werfen auch in diesem Teil wieder Fragen auf, die dem Spieler die Möglichkeit geben, sein eigenes Handeln auf den moralischen Prüfstand zu stellen. Der Multiplayer-Modus bekommt durch die Specialists eine ganz neue Dynamik. 9 verschiedene Heldenklassen stehen zur Verfügung, um mit Spezialfertigkeiten und Waffen das eigene Loadout zu ergänzen. Mindestens 10 Stunden Singleplayer, zahlreiche Multiplayer-Modi und Waffenmodifikationen und der beliebte Zombie-Modus machen dieses Spiel zu einem actiongeladenen Gesamtpaket. Call of Duty Black Ops 3 ist am 6. November 2015 für die PS4, die Xbox One und den PC erschienen. Als allererstes gibt es jetzt nämlich mal richtig was auf die Ohren, weil das ist nämlich eine Sache, die Black Ops 3 auch wieder richtig gut kann. Ich weiß, dass du es liebst. Ich weiß, wie sehr du es liebst, das Schatatatatam, das du bekommst, wenn du... Mach's richtig. Nein, mach ich nicht. Nein. Schatatatatam. Genau, siehst du, du hast sogar deine eigene Art, es zu machen. So dolle bist du involviert in Call of Duty. So ist es nämlich, und genau das kriegst du. Du kriegst den belohnendsten Multiplayer, den Call of Duty seit Jahren gemacht hat. Das Problem ist, wenn der geilste Moment dieser Jingle ist, dann kann das Spiel nicht so gut sein. Ist es überhaupt nicht, sondern sie sind sich ihrer Verantwortung bewusst. Treyarch hatte mit Black Ops 2 im Prinzip den erfolgreichsten Online-Multiplayer überhaupt geschaffen. So, und das war die kompletten letzten Jahre, war das Spiel, was die ganzen Kids immer noch weiter gespielt haben. Und das die ganze Zeit up-to-date war. Und sie knüpfen jetzt mit einem so unfassbar geilen Multiplayer wieder daran an. Sie geben dir super viele verschiedene Modi. Sie geben dir alle Möglichkeiten, dein Spiel so zu gestalten, wie du es möchtest. Sie machen diese Modi dann auch noch in verschiedenen Schwierigkeiten, also dass du normal und hardcore hast. Ja. Du hast einfach den ultimativen Call of Duty Multiplayer. Es sind zumindest ultimativ viele verschiedene Modi, die man sich da raussuchen kann. Also es ist schon echt viel zu viel. Warum braucht man unbedingt einen Multiplayer bei Call of Duty? Weil zum einen die Story Müll ist und zum anderen die KI nie vernünftig stimmt. Das heißt, eigentlich spielst du nur Moorhuhn. Das heißt, du wünschst dir sozusagen Need for Speed, weil die, weil die menschlichen Fahrer in den Kämpfern nicht gut genug sind. Ist doch ganz klar, oder? Ich habe keine Ahnung. Worauf wollt ihr jetzt hinaus? Ich check gerade gar nicht. René will darauf hinaus, dass Need for Speed das beste Spiel ist. Nein, ich will darauf hinaus, dass Call of Duty eine schlechte KI hat. Aber wir waren gerade beim Multiplayer. Aber gut, dann gehen wir auf die Story. Wenn du unbedingt auf die Story gehen willst, dann gehen wir jetzt auf die Story. Die ist nämlich im Gegensatz zu anderen Call of Duties nicht nur erstmal der große Kritikpunkt, der immer heißt, oh, Call of Duty Story ist immer so kurz und ist immer so super flach. Ist es beides nicht. Die Story ist diesmal signifikant länger. Mhm. Und dazu ist sich auch da Treyarch ihrer Verantwortung, sind sie sich bewusst, dass sie einfach ein riesiges, riesiges Franchise unterm Arsch haben und dass sie sich darum kümmern müssen, dass das irgendwie im besten Fall auch ein bisschen Thema mit rüberkriegt. Aber das heißt also, in der Story wird mal ein leichter Appell an den Spieler gerichtet, sich darüber Gedanken zu machen, wie er mit Technik, wie er mit Technologisierung, wie er mit all diesen ganzen Während er auf seiner Konsole spielt. Ja, aber genau das ist es doch. Das ist doch für sie ein riesengroßes, ist doch für sie eine Möglichkeit, einfach auch mal ein bisschen Story mit reinzubringen. Und das schaffen sie. Weil ein Call of Duty Story nicht nur ein 4 Stunden Michael Bay diesmal ist, sondern es ist einfach eine lange Story, die dich in verschiedene Situationen bringt, in denen du dein Handeln noch mal komplett reflektieren musst, in denen du über dich selber was erfährst, wie du in manchen Situationen moralisch vor eine Frage gestellt wirst, was du tun sollst. Das ist einfach, sie haben auch da noch mal ordentlich an den Stellschrauben gedreht und haben gezeigt, dass es einfach bevor so, dass Call of Duty nicht nur... Bevor du das zu sehr in den Himmel loben kannst, das ist ja aber auch die Story, die wir gerade von Filmen und anderen Medien präsentiert bekommen. Das ist der Film Her und das ist der Film Ex Machina.
Machina, so das ist dieses Thema, das jetzt überall aufgeht. Ja, genau, es ist halt Zeitgeist und das ist eigentlich auch nur denen wieder hoch anzurechnen, weil sie sich halt über die Entwicklungszeit, die ja einfach bei einem Videospiel dann auch noch mal relativ lang ist, im richtigen Moment auf das richtige Thema besonnen haben, um jetzt, genau als es gerade akut ist, mit diesem Spiel um die Ecke zu kommen, das eine komplett fertige Geschichte auch schon erzählt. Ja. Das ist jetzt eher eine Qualität, wenn ihr mich fragt. Also das ist so... Du hast ja auch gesagt, die Story, so schön sie da auch irgendwie den Appell an dich richtet, hilft nicht viel, wenn das Gameplay nicht wirklich unterhaltsam ist und die KI, wie René sagt, schlecht. Ich wollte sowieso noch mal was sagen, und zwar, du hast gerade gesagt, im Vergleich zu den anderen Call of Duties ist die Story besser und ein bisschen länger. Okay, aber es muss sich nicht mit den anderen Call of Duties messen, sondern es muss sich mit allen anderen Spielen messen, nämlich auch die Spiele, die wir hier vorstellen. Ja. Das heißt, da kann die Story noch so viel besser sein als die von Advanced Warfare aber es ist ja nun nicht so, als wäre Call of Duty immer ein schlechtes Spiel gewesen, sondern es gab immer nur bei Call of Duty eigentlich, wenn es große Kritikpunkte gab, die laut wurden, war es immer nur, die Story ist zu kurz und ist so nur Explosionen und Michael Bay-Film. So, und das ist es jetzt nicht mehr. Also haben im Prinzip die großen Kritiker einen ihrer großen Punkte verloren. Das heißt, auch ihr beide habt einen eurer großen Kritikpunkte an dieser Auch wenn dieser Haufen Kacker ein bisschen schöneres Braun hat als dieser Haufen Kacker, ist es immer noch ein Haufen Kacker. Das, was René sagt, stimmt. Ja, genau. Ja, der Multiplayer. So, auch da kommt nochmal eine ganz andere Facette mit rein. Weil sie haben nämlich jetzt Specialists. Und Specialists sind im Prinzip Heldenklassen, die du dir langsam freispielen kannst. Mhm. Und die nochmal dir die Möglichkeit geben, als Multiplayer-Spieler dein eigenes Erlebnis und deine eigene Action nochmal weiter zu individualisieren. Du kannst dir also nicht nur deine eigene Klasse erstellen und da deine Waffe auswählen, deine Perks und so weiter und so fort, sondern du kannst auch wieder dazu eine Heldenklasse wählen und kannst mit dieser Heldenklasse... Wie viele Heldenklassen gibt es? 8 oder so, 9. Das kannst du dir individualisieren oder kannst du darunter auswählen? Die haben jeweils wieder 2 verschiedene Auswirkungen. Das heißt also, du hast 18 verschiedene Sachen, die sich dann natürlich mit deinen Perks zusammen in eine Vielzahl von unterschiedlichen Möglichkeiten ergeben, die du dann damit spielen kannst. Im Multiplayer sagst du? Ja, im Multiplayer. Und wie funktioniert es im Story-Modus? Im Story-Modus erlebst du all solche Sachen schrittweise in verschiedenen Missionen, erlebst du halt verschiedene, Fähigkeiten, die dein Charakter dann dazu kriegt. Bringt es dir gar nicht, also du kannst im Story-Modus jetzt nicht unbedingt immer deine Spezialfähigkeit einsetzen, wann du willst? Nö, du hast da halt aber auch nochmal, du hast halt auch andere Spezialfähigkeiten und die passen dann natürlich auch besser auf die Story, weil das ist halt da auch ganz klar getrennt, dass halt die Story und der Multiplayer jetzt nicht unbedingt thematisch ineinander greifen müssen, sondern dass du halt einfach so, es spielt im gleichen Universum, aber es sind natürlich andere Auseinandersetzungen, die du hast. So, du hast außerdem die Möglichkeit, in einem Call of Duty erstmalig einen weiblichen Charakter zu spielen und dann deinen Charakter einfach komplett mit einer Frau zu spielen. Du meinst in der Story? In der Story kannst du einen FIFA abgekriegt. Kannst du einen Charakter. Ja, aber es ist doch auch da wieder nur ein positives Zeichen, dass sie den Zeitgeist verstehen und richtig einordnen. Ja, cool, klar, ist es gut. Du kannst jetzt mit einer Frau die komplette Kampagne spielen und sie ist trotzdem dadurch wird es nicht zu einem, also dadurch wird es nicht weniger zu einem Call of Duty, sondern sie ist auch genau so ein proletischer Actionheld. So, und das ist ja genau das, was du da hast. Ich glaube, René, du sagst Fallout 4, ich sag Need for Speed, du sagst Call of Duty. Das bringt doch nichts. So, Jungs, es liegt sowas von auf der Hand. Ich habe mich so gefreut, endlich mal ein unglaublich gutes Spiel zu bekommen. Fallout 4, geile Map, riesige Map, geiler Soundtrack, bisschen schlechtere Grafik, was manche doof finden, aber dafür ein unglaublich gutes Crafting-System. Es ist Fallout 3 in besser, in noch krasser erweitert. Das Special-Skill-System funktioniert besser als zuvor. Und es macht so unglaublich viel Spaß, endlich vernünftig schießen zu können. Und das hat Fallout gebraucht. Und jetzt ist es soweit, dass wir so nah an der Vollendung eines guten Bethesda-Spiels sind, dass wir das jetzt zum Spiel des Monats küren müssen. Und nicht ohne Grund hat Fallout so eine unglaublich große Fanbase. Und nicht ohne Grund wird Fallout so unglaublich gehypt. Und diesen Hype muss, wenn man nicht auf den Hype-Train mit aufsteigt, dann verpasst man so unglaublich viel. Deswegen bin ich der Meinung, Fallout 4 muss Spiel des Monats werden. Also wir haben hier den überhypten Fallout-Kram und wir haben Call of Duty. Und wir haben ein Spiel, das es wirklich verdient hat,
das Spiel des Monats zu sein, denn ich sage es nochmal, Autos sind das Größte, Autos sind das Schnellste und es gibt einfach nichts Schnelleres und Geileres als Autos. Und in Need for Speed hast du einfach die beste Version dieser Autos. Du hast nicht irgendwie die krasseste Simulation, sondern du hast das beste und spaßigste Rennspielverhalten, das du überhaupt in einem Rennspiel bekommen kannst. Und du hast eine Story, die das Ganze so perfekt ummantelt, mit so bescheuerten, geilen Charakteren, mit so verrückten, so, ich weiß gar nicht, wie ich das richtig in Worte fassen kann, aber es sind halt so verrückte Charaktere, die so perfekt albern auf dieser Grenze geschauspielert sind, dass man gar nicht umher kann, diese Charaktere ins Herz zu fassen. Und dazu kommt einfach, dass die Grafik unglaublich geil ist, dass die Autos so gut aussehen wie selten zuvor. Need for Speed, nicht Fallout, nicht Call of Duty. Wenn René hier schon anfängt, einen Shooter, einen Ego-Shooter zu feiern und wenn du von geiler Grafik sprichst, dann lasst uns doch einfach eure geilen Hauptargumente zusammenwerfen und dann werfen wir von mir noch ein paar mit rein und dann kommen wir auf unser Spiel des Monats. Weil Call of Duty Black Ops 3 bietet geile Grafik, einen geilen Sound, hat dazu natürlich eine fantastische Ego-Shooter-Steuerung, weil genau dafür ist es gut. Es hat einen super modalen Multiplayer, der dir auf Ewigkeiten im Prinzip noch eine Motivation gibt, das weiterzuspielen, weil er halt über verschiedene Schwierigkeitsgrade und verschiedene Modi, ja, im Prinzip für jeden was dabei hat, um halt auch noch für die nächsten Jahre mit Action dabei zu sein. Hat einen Singleplayer, der einfach thematisch sich auch mal ein bisschen aus dem Fenster lehnt und der es auch mal schafft, dich zum Denken anzuregen und dir nicht nur einfach Programm und für die Massen zu machen, sondern wirklich dir eine Geschichte zu geben, die Hand und Fuß hat, die dich selber als Spieler betrifft und die auch eine Länge hat, dass sie einem Singleplayer-Spiel genauso angemessen wäre. Und wenn ich jetzt diese Sachen nehme, ich nehme einen unglaublich starken Multiplayer, der einfach für die nächsten Jahre dieses komplette Feld dominieren wird. Und ich nehme einen Singleplayer, von dem immer alle gesagt haben, seine einzigen Probleme sind, dass er zu kurz ist und dass einfach es super flache Action ist, der diesmal länger ist und dir auch noch eine Story gibt, die es wert ist, dich damit zu befassen. Dann haben wir doch das perfekte Call of Duty, das, was alle immer haben wollten. Und dann haben wir ein ganz klares Spiel des Monats.